Wir Grünen lehnen den vorliegenden Planungsbeschluss ab und wir beantragen Ihnen nicht, darauf einzutreten. Geschätzte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, worum geht es? Worum geht es in diesem Planungsbeschluss? Ganz konkret geht es hier um einen Blankoscheck von bis zu 24 Milliarden Schweizer Franken. Wenn wir das total anschauen, aus den 6 Milliarden Investitionen, über die wir jetzt abstimmen, und dann den absehbaren Betriebs-, Unterhalts- und Nachrüstkosten für Kampfwertsteigerung. Wir stellen hier einen Blankoscheck aus und das ohne Not. Aus rein politischen Gründen. Es ist klar, die Kampfjet-Befürworter wollen die Typendiskussion aus dem Abstimmungskampf heraushalten. Ihre Meinung oder ein Teil der Befürworter, die meinen, dass das Gripen-Nein am 18. Mai 2014 nur wegen der Typendiskussion zustande gekommen sei. Darum soll nun auf jeden Fall verhindert werden, dass bereits allenfalls erste Lecks aus der Evaluation herauskommen im Abstimmungskampf und man wüsste, in welche Richtung die Reise geht. Darum muss nun auch die Behandlung dieses Geschäfts im Schnellverfahren durch diese Session gedrückt und unbedingt in die Schlussabstimmung gebracht werden. Seien wir präzise. Niemand will, dass die Stimmberechtigten etwa im Multiple-Choice-Verfahren den Flugtyp wählen könnten. Niemand fordert, auch wir nicht, dass die Sicherheitspolitische Kommission diesen Typenentscheid fällen soll. Die Auswertung, die Bewertung der Angebote, die Gewichtung der Kriterien, das soll durch die Profis erfolgen. Die Entscheidung aber, ob man dann die vorgeschlagene Beschaffung aus dem vorgeschlagenen Land macht oder nicht, das ist auch eine eminent politische Entscheidung. Es gibt Gründe, warum in dieser Auswahl keine chinesischen, keine russischen Jets sind. Und der Grund ist nicht, dass die Chinesen oder die Russen etwa keine guten Jets bauen können. Vermutlich sogar viel günstigere noch, als wir sie hier in den Angeboten haben. Der Grund ist, dass die Schweiz ganz klar aus strategischen, sicherheitspolitischen Gründen sich entweder im US-amerikanischen oder dann im europäischen Verteidigungskontext positionieren will. Die Frage, ob wir mit den USA oder mit einem europäischen Land ein solches Rüstungsgeschäft abschließen, das ist eine politische Frage. Sie erinnern sich an die Gripen-Abstimmung. Dort waren es die Befürworter, die so argumentiert haben. Sie haben gesagt beim Gripen, ein Pluspunkt des Gripens ist, dass er aus einem neutralen Land kommt. Da war das Herkunftsland des Jets ein politisches Argument im Abstimmungskampf. Heute nun, wenn es unbequem wird, soll das eine rein technische Frage sein. Zurück zum Grundsätzlichen. Was unsere Schweiz braucht, da sind wir Grünen überzeugt, für mehr Sicherheit, für eine bessere Neutralität, für größere Unabhängigkeit auch. Das sind nicht teure Kampfflugzeuge. Die Schlacht der Zukunft, das habe ich schon damals gesagt in der Gripen-Debatte. Die Schlacht der Zukunft ist eine Anbauschlacht auf unseren Dächern, um mehr Solarwärme und Solarstrom zu ernten. Wir wollen nicht, dass immer mehr Kriege um Öl geführt werden, auch um Öl, das wir verbrauchen, sondern wir wollen hier in der Schweiz unseren Teil dazu beitragen, unsere Unabhängigkeit vom Ausland zu verstärken. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, das größte, das allergrößte Sicherheitsrisiko, das wir nicht nur hier in diesem Land, nicht nur hier auf dem europäischen Kontinent, sondern weltweit für unsere Zivilisation haben, dass wir das Sicherheitsrisiko der Klimakrise an erster Stelle setzen, wenn es darum geht, wo wir das Geld investieren.
Es gibt auch andere Zivilisationsbedrohungen, das ist klar. Und ich sage auch nicht, die Welt sei einfach friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt aber selbst im klassischen Sicherheitsbereich größere Risiken als die, dass wir umzingelt von Freunden plötzlich angegriffen würden mit Jets aus Deutschland, Frankreich, Italien oder etwa Österreich. Cyberrisiken zum Beispiel ist etwas, da haben wir tagtäglich große Probleme. Da müssen wir investieren, nicht nur die Armee, sondern das ist eine Verbundsaufgabe. Aber dort ist kritische Infrastruktur in jedem Tag gefährdet. Da gilt es, Priorität zu setzen. Gerne bekräftige ich Ihnen aber zum Schluss auch, wir Grüne haben das ja auch in den vergangenen Monaten immer wiederholt. Ja, wir brauchen weiterhin eine Luftpolizei. Aber wir haben eine Luftpolizei und wir haben auch die dazu notwendigen Kampfjets. Ich beantrage Ihnen im Namen der Minderheit und auch im Namen der Grünen nicht eintreten. Und sollte dies keine Mehrheit finden, dann beantrage ich Ihnen auch bereits jetzt im Namen der Grünen die Unterstützung des Rückweisungsantrags. Je vous remercie. Vous avez